das Wetter ist schön, die Sonne scheint. So, erst einmal vielen Dank dafür, dass ihr da wart. Nein, die sind ja gerade erst gekommen. Ich bin schon ganz außer Puste, der Weg hier, die Treppe hoch und alles. Und dann sehe ich schwarz. Also, ich kann euch nicht sehen, aber der Scheinwerfer sieht mich. Ich bin froh, dass ihr da seid. Ein schöner Tag beginnt heute. Einer der schönsten Auftritte, die ich jemals hatte. Heute soll auch einer der letzten sein. Nächstes Jahr gehe ich in Rente. Ich kriege ab 4. Februar 400 Euro im Monat 2015. Und dann wollen wir mal gucken. So, willkommen in der Mitsubishi Elektro Arena hier in Düsseldorf. Tee. Das ist der Bodo, Teeko. Tag, guten Tag. Er hat guten Tag gesagt. So ein Stückchen Tee. Ist lecker. Ist kein richtiger Tee. Ich kann euch direkt sagen, es ist Theatertee, aber ich tue so, als wäre es Tee. Als wäre es heißer Tee. Heiß. Aber es ist Wasser. Kaltes Wasser. So. Ich aber trotzdem aufpassen. Ich kann noch mal einen Schluck rein. Die Band schon da, sie ist schon angereist. Ich höre da hinter mir so unruhig. Ach, da sehe ich die auch. Die sehen. Ich sag die gleiche, die kommen aus dem Arbeitsamt Eller hier direkt. Sieht's. Ja, die richtige Raudi, ne? Die Jacke. Na 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 na. Na 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 na. Und Schluss. So, danke. Danke, du hast einen schönen Applaus hier in der Philipshalle. So hieß es ja früher hier. Und ja, hieß früher jetzt, aber gibt's Philips Verkauf von einem Mitsubishi. Ist heute so, ne, heutzutage. Ne? Ich bin auch verkauft worden an Peter Maffay. Stell mal vor. Hier, nur du. Dach. Peter Maffay habe ich in Venedig getroffen, hinter so einem Mauervorsprung. Bin ich abends spazieren gegangen, habe mich total erschrocken, so klein. Hinten mit so einem Umhang um. Und der übte für die Rolle Alf. Er macht jetzt einen Zeichentrickfilm und da will er ja auch ganz gut gezeichnet sein. So, die Band sage ich später, nachher die einzelnen Namen. Es sind Namen dabei. Und wie gesagt, eins meiner letzten Konzerte, ich will in Rente gehen, ich war so lange auf Tournee und ihr seid meine besten Freunde geworden zu der ganzen Zeit. Und ich muss sagen, aber durch diese Benefizkonzerte habe ich so viel Geld verdient, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen als normaler Mensch. So, wir haben Lieder dabei aus frühen Tagen, aus so erste Lieder, die auch gut geworden sind, die ich immer noch singe. Aber auch Lieder dabei, die nicht so gut sind, die ich sonst nie singe, aber heute zum ersten und letzten Mal. Dann aber, ich breche dann mittendrin ab, weil die sind so scheiße teilweise. Dieser Anzug, den habe ich 1995 kaufen lassen von Bodo, meinem Teekoch, der jetzt 18 Jahre, glaube ich, bei mir war. Wenn er dann jetzt aufhört, wird er auch überwechseln zu einem anderen Star. Er hat sich noch nicht entschieden. Entweder soll es Erika Pluha persönlich sein, der er den Tee bringt ans Bett. Oder Johannes Heesters, ich weiß nicht, ob der noch lebt, aber auf jeden Fall. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. So, Tina Turner geht auch wieder auf Tournee bald, aber guck mal, hier der Anzug zum Beispiel, der passt mir noch. Nach 20 Jahren kann ich den noch tragen. Tina Turner kann die Sachen, die sie damals getragen hat, nur noch in der Tüte tragen, aber nicht am Körper. Ich sage meistens so. Ne? Wenn man älter wird, nimmt man auch zu. Links und rechts und hinten und vorne und all das. So, ihr seid noch da, noch nicht abgehauen. Türen sind auch hinten verschlossen, kann gar nichts passieren. Kriege ich noch einen Schluck Tee, der wäre sehr lecker. Und gefällt es dir in Düsseldorf? Schön. Ne? Hast du jetzt eine Freundin, stimmt? Ja. Und hast du schon angerufen mal? Noch nicht.
Muss man machen, er kennt sie aus dem Fernsehen. Die Nummer ist eingeblendet unter der Couch, wo sie sich nackt, halbnackt räkelt. Dann hast du vielleicht eine Freundin. Ich habe hier ein Kabel, so Leute wie Elton John, die brauchen kein Kabel. Das ist sowieso alles Playback. So. Erste Lied ist direkt, fange ich direkt mal an. Hast du eine... Moment, das ist ja viel zu spät. Das geht ja gar nicht. Jetzt wollte ich ein Lied singen am Anfang und die Band ist, hat noch gar nicht mitgespielt. Und da muss ich sagen, von dem Hartz IV, was ihr bekommt, wo ihr sowieso die Gage abgezogen bekommt, also es geht dann ins unendliche Minus bei denen, davon kriegt ihr noch weniger abgezogen, dann wird noch mehr wenig. Weniger Minus als Plus. So, das muss euch eine Lehre sein. Lehre sagt man, die Ausbildung, ne? Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ne? Bevor ich jetzt hier aufgetreten bin, habe ich gedacht, ich muss mal einen anderen Beruf. Dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen, zur Berufsberatung. Ja, dann sagt er, was können Sie? Da habe ich gesagt, nix. Ja, da hätten wir noch eine Stelle frei als Chirurg. Können Sie Auto fahren? Ja. Nee, dann ist das auch nichts für Sie. Komische Kriterien, habe ich zu dem gesagt. Da hat er gesagt, was soll das heißen? Was heißt das denn, Kriterien? Ja, sage ich, das kommt aus dem Lateinischen. Und dann habe ich einen anderen Witz noch gehört. Ein Mann im Krankenhaus, kommt ein anderer Mann rein. Tach, wie groß sind Sie? Hund, 1,75, Herr Doktor, ich bin kein Doktor, ich bin Schreiner. So, jetzt nächste Lied. Ja, meines Erachtens jagt hier ein Witz den anderen. Und ich kann jetzt schon sagen, der Abend wird einer der schönsten Abende der ganzen Welt. Oh, 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 oh. Das ist ja noch nie passiert, ne? Nervös? Na klar. Viele Leute hier. Es sind über 100 Leute hier. Mit dem Veranstalter gesagt, wären 100 Leute da. Wegen der Gage. Das zieht natürlich ganz schön ins Geld. Kriege ich noch einen Tee? Dann sitzt er. Wir haben noch Zeit, wir haben Zeit mitgebracht, wir haben Zeit. Morgen ist Urlaubstag, Samstag, ne? Ne? Hier muss doch keiner arbeiten, da ne? Geht doch sowieso keiner arbeiten heutzutage. Meistens sitzen doch nur vom Internet, kriegen so Knüsen. Ne? Die ganze Nacht sitzen die da rum. Ah, lecker. Hast du eine Mutter? Hast du immer Butter? Mutter ist dein bester Freund. Und der Schrank ist immer voll Butter. Mutter hat die schönsten Sakkos. Und der Schrank ist immer voll. Voll mit Butter für das Butterbrot. Bäh, hast du eine Mutter? Hast du immer lecker Essen zu Hause? Und auf der Arbeit hast du eine Mutter. Sie schmiert dir ein Brot, besser als wenn du eine geschmiert kriegst, denn das tut sehr weh. Hey, hast du eine Mutter? Hast du immer Butter? Mutter ist dein bester Schatz. Hast du eine Mutter, so hast du immer Butter im Schrank für dein Butterbrot. Sie schmiert es dir, wenn du es verlangst. Sie schmiert es gut mit Wurst oder Käse, Wurst oder Käse, Wurst oder Käse. Hast du eine Mutter? Hast du immer Butter? Im Schrank, im Schrank, im Schrank. Instrumental. Musik.
Danke. Das muss ja nicht sein. Da ist der Strom auf dem Synthesizer. Ich bin ganz schön erschrocken. 1000 Volt in den Fingern zu haben, ist aber für mich Normalität. Denn ich wollte früher Elektriker werden, habe nur bis zum Gartenbau geschafft. Trotzdem ein schöner Beruf. Schönes Lied, ne? Jetzt ist es vorbei. Danach ist etwas Stille gewesen, jetzt aber habe ich wieder angefangen mit Reden. Das nächste Lied ist auch wieder ein schönes Lied mit Musik. Und ich habe gedacht, weil auch kleine Kinder da sind, habe ich schon gesehen oder auch gehört. Einmal habe ich so ein Babyschreien gehört. Langgezogener Schrei. Und dann habe ich gedacht, da wäre jetzt richtig Platz, um eines meiner größten Erfolge zu singen, Katzeklo, was ja ganz berühmt geworden ist auf der ganzen Welt, vor allen Dingen in Japan, da ist es Schulstoff. Ja, das ist dort im Mathematikbuch, ist es abgebildet als Rechenkästchen, das Lied, also aber ohne Buchstaben, mit Zahlen dann dafür. Und die Japaner sind ja bekannt für ihr Algebra. Aber es ist trotzdem eine andere Melodie raus zu lesen. Wenn man die Zahlen addiert, kommt man auf die Melodie von, ich traue mich gar nicht zu sagen, aber wirklich, man kommt auf die Idee von Lady in Red. So, ihr seid hier bereit, komm, ich sag mal die Namen. Am Klavier heute Abend, er hat studiert, er ist Professor Doktor, Doktor, meine Damen und Herren, er hat Musik studiert, ein Professor, dort sitzt er, am Klavier, er hat eine Professur, er ist Professor Doktor, Doktor. Meine Damen und Herren, Applaus für Rainer Lipsky. Danke, Rainer. Meine Damen und Herren, er hat studiert, er ist Professor Doktor, Doktor. Er hat Musik studiert, er hat eine Professur, er ist Professor Doktor, Doktor, Doppeldoktor, Bass, meine Damen und Herren, am Kontrabass, vielen Dank. Und nun, ach, habe ich den Namen vergessen, meine Damen und Herren, am Kontrabass, Kai Struve. Vielen Dank für den Applaus für Kai. Kai, dein Applaus. Er endet nun. Am Schlagzeug hat sie im Schrank vergriffen. Ich habe gesagt, schwarzen Anzug, er ist farbenblind. Meine Damen und Herren, ganz einfacher Typ, keine Volksschulreife, gar nichts. Deshalb auch Schlagzeuger geworden. Willi Ketzer am Schlagzeug. Man muss ja immer noch Bam Bam machen. Meine Damen und Herren, er kommt aus Italien, er versteht mich nicht. Wir unterhalten uns nur durch die Musik. Wir sind zu Freunden geworden, schon 1996, da habe ich ihn kennengelernt in einem Musikgeschäft. Dort lag er in der Ecke und probierte eine Gitarre aus, eine Heavy-Metal-Gitarre. Er hat auch eine Heavy-Metal-Band und ich liebe Heavy-Metal über alles, aber auch andere Sachen wie Erika Pluha, habt ihr am Anfang schon gesehen. Und meine Damen und Herren, er spielt die Flamenco-Gitarre hier als Italiener, ganz unüblich, meine Damen und Herren. Sandro Giampietro an der Gitarre. Meine Damen und Herren, Gammler, Zehn und Hohe Berge, Jacques Kerouac, all das Zeug hat er nicht gelesen, trotzdem sieht er so aus. Meine Damen und Herren, aus Caracas, Venezuela, er versteht mich nicht, auch er versteht mich nicht, spielt Bariton-Saxophon, Flöte, also Querflöte, Blockflöte, passend zum Gesicht, und Tenorsaxophon, Carlos Bös aus Caracas. Hinter ihm, in seiner Heimat, ist er gänzlich unbekannt, in Tunesien nämlich. Er spielt Conga, Bongo und sowas alles, die ganzen Instrumente, man kann das gar nicht zählen. Da ist ein Schellenkranz, irgendwie so ein Zeug, was man mit rappelt, ein Gong, ein Triangel, ein Becken, all dieses Zeug, meine Damen und Herren. Suleiman Feth aus Tunesien. Das ist natürlich nur ein Künstlername. Das ist ein Künstlername. Er hat sich für diesen Namen entschieden, nachdem Finanzamt bei ihm war.
Eigentlicher Name darf ich zwar nicht sagen, aber er ist ja in Düsseldorf zu Hause. Peter Thoms. Applaus für unseren lieben Peter. Wenn das Finanzamt kommt, keine Chance, er hat die Tür von innen verschraubt. Und nun, meine Damen und Herren, spielt mal bitte hier Tritratulala, Tritratulala, Tritra, nicht so feste, nicht so feste, Ruhe, so spielt man nicht Tritratulala, Stopp, Ruhe, so spielt man nicht Tritratulala. So, meine Damen und Herren, habt ihr gesehen, unser Superstar aus Hollywood, ja, Sergei Gleitmann. Da kommt er noch einmal, bitte noch mal Tritratulala, 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 Kasperle ist da, Kasperle ist da, und wieder weg, Stopp, Ruhe. Dieser Moment, wenn die großen Stars auftreten, ist einzigartig im Business. Sergei Gleitmann, jeder kennt ihn aus Filmen wie Das große Nichts oder Das kleine Nichts oder Das mittlere Nichts, Das Dreiviertel Nichts. Und das anderthalbfache Nichts. Er ist in Hollywood mittlerweile auch ganz bekannt. Er arbeitet dort in einem Beerdigungsinstitut im Schaufenster und hält ein Schild hoch. So siehst du aus, wenn du dich nicht beerdigen lässt. Krieg ich noch einen Schluck Tee? Wir können ja gleich noch mal sehen, aber jetzt erstmal nicht, weil das wird sonst zu teuer. Gelernter Drogist. Wie gesagt, ist ja Gleitmann, aber nach Amerika ausgewandert, wie Rolf Möller. Und ich muss sagen, er hat es geschafft, er ist da. Okay, machen wir jetzt Katzeklo, ein sehr schönes Lied und ich habe einen neuen Text dazu. Ganz klar, ich bin dafür bekannt, öfter mal die Texte ein bisschen zu verändern und variieren. Ich kann euch wirklich nicht sehen, das liegt daran, dass der Scheinwerfer sehr stark ist. Und hier alles dunkel ist in der Halle, aber nachher kommt dann ein Lied, wo man Feuerzeug anmacht und so, diese übliche Scheiße da. So, geht's? Alles klar? Ihr seid fertig? In F, ne? Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige, reguläre Katze froh. Wollt ihr mitsingen? Ja? Katzenklo. Er macht die Katze froh. Macht die richtige Katze froh. Super Düsseldorf, nochmal. Hey. Macht die Katze froh. Sehr gut. Danke. Eine Katze hat links und rechts eine Tatze. Damit sie besser laufen kann, sind hinten auch noch Tatzen dran. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Eine Katze frisst mir die Haare vom Kopf. Nam, 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 hap, 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 hap. Die Katze, sie frisst den ganzen Tag. Damit es ihr gut geht, will sie essen, ich stelle ihr nichts hin. Sie isst nichts auf. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo macht die richtige Katze froh. Eine Katze hat auch immer eine Familie. Eine Katze hat auch immer eine Familie, der sie gehört. Meistens sind Kinder dabei, zwei oder drei oder eins. Die Katze wird den ganzen Tag liebkost. Die Kinder lassen sie kaum in Frieden. Sie hat auch in der Wohnung wenig Rückzugsmöglichkeit. Außer ihr Katzenklo, Katzenklo, Katzenklo. Ja, das macht die Katze froh. Na, 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 da, 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 na, na. Mein Vibraphon bitte nach vorn. Kleines Instrumental-Solo zwischendurch. Dankeschön. Musik.
muss erstmal reichen hier. Nachher kommt das nochmal. Katzenklo und die Katze, die Katze, die Katze. Eines Tages, die Katze. Der Vater geht zur Arbeit morgens um 5 Uhr aus dem Haus. Er geht aus dem Haus hintenrum und versteckt sich unterm Balkon und raucht, denn er hat gar keine Arbeit. Er tut nur so. Die Mutter denkt, der Papa ist arbeiten los, schnell die Kinder angezogen und in die Schule gehauen. Weg mit ihnen. Die Katze ist alleine, der Vater raucht. Rauchschwaden auf dem Balkon. Der Katze stinkt es. Die Katze denkt, ich hau ab, ich hau ab. Und die Katze will durchs Fenster, was schräg gestellt ist. Springt hindurch, bleibt aber klemmen. Und das 2 Tage lang. Da sieht die Mutter die Katze. Die Mutter macht den Hebel von dem Fenster so, drückt es zu und um es aufzumachen, da ist die Katze platt. Sie liegt auf dem Teppich, die Kinder kommen nach Hause und weinen. Da kommt der Vater von der Arbeit, er tritt auf die Katze, doch die Katze merkt nichts mehr. La la la. Schnell, 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 bevor die Kinder aufhören zu weinen, schnell eine neue Katze geholt. Es reicht auch ein Kaninchen, la la la, und Schluss. Ja, man muss nicht immer Happy End haben. Das richtige Leben hat kein Happy End immer. So ist das eben, nicht? Aber es ist ja nur Fiktion. Es war also keine echte Geschichte, sondern eine in einem Lied. Aber es war eine sehr dramatische Geschichte. Und das echte Leben kennt manchmal kein Happy End. Wenn der Asteroid in die Erde einschlägt, nicht? Das dauert aber noch 2-3 Jahre. Auf jeden Fall, ich krieg noch einen Schluck Tee. Die Erde war früher ja irgendwie noch gar nicht, als sie noch gar nicht da war, hat man überhaupt noch nicht dran gedacht, dass es überhaupt sowas gibt wie die Erde. So ein schöner blauer Planet, Blue Planet. Blue Mac, Mac Planet. Aber bevor ich erstmal eine kleine Geschichte erzähle über das Zustandekommen der Erde durch den Urknall und so, das wird sehr interessant, möchte ich aber jetzt erstmal ein Beispiel geben für ein Lied, was ich lange, bevor ich berühmt wurde, geschrieben habe, das ich aber ganz selten gesungen habe, das wirklich nicht so richtig gut ist. Und das möchte ich jetzt singen. In Ladeho. In welcher Tonart spielt ihr das? Freunde? Naja, Freunde kann man nicht sagen, aber egal, auf jeden Fall. Was? Nee, an der Ampel gegenüber, da stand ein schönes Mädchen. Es wurde grün, doch ich blieb stehen und sie kam zu mir herüber. Ich sprach sie an und ich fragte sie dann, kannst du mir die Uhrzeit sagen? Doch sie senkte den Blick und sie wollte gehen. Und ich wollte nicht, dass sie weitergeht. Denn ich hielt sie fest in all meinem Arm und ich gab ihr zu verstehen. Mädchen, schäm dich nicht, wenn dich ein Mann anspricht. Ladi-ladi-ho. Mädchen, sag nicht nein, lass mich bei dir sein. Ladi-ladi-ho. Mädchen, schau mich an, ich bin der Supermann. Ladi-ladi-ho. Und du bist ja mein Supergirl. Ladi-ladi-ladi-ho. Sie riss sich los von meinem Arm, da war ich alleine. Ich schaute ihr nach, da wurde die Ampel grün, da kam schon wieder eine. Ich sah sie an und ich fragte sie dann,
Kannst du mir die Uhrzeit sagen? Doch sie senkte den Blick und sie wollte gehen und sie wollte weitergehen. Doch ich hielt sie fest in meinem Arm und ich gab ihr zu verstehen. Bitte schäm dich nicht, wenn dich ein Mann anspricht. Ladi, ladi, Schluss. Das reicht, um einmal zu demonstrieren. Sonst wird zu lang. Das passt einfach nicht in unsere Welt, dieses Lied, in unsere Zeit. Das ist zu chauvinistisch. Das passt einfach nicht in die heutige emanzipierte Welt. Das vielleicht vor 40, 50 Jahren war das Lied, wo die Leute, die Männer dachten, Frau gehört nur in die Küche. Und heute hat sich doch einiges geändert. Frau gehört nicht nur in die Küche, kann auch woanders hin. Keller ist nicht mehr tabu für sie. Und selbst im Auto kann man sie an Steuer lassen mittlerweile. Oft. Krieg ich noch ein Schlückchen Tee? Das war jetzt der andere Helge, der böse Helge. Aber das ist ja nicht meine Meinung, ist ja nur Show. Bin ich privat ganz anders, ne? Ne? Man weiß nicht, wie ich privat, ne? Wie ist er denn privat, ne? Ja, wie ist er denn, ne? Hat der Angst vor Spinnen, denken viele Leute, ne? Der Spinner. Habe ich auch schon gehört, der Spinner. Da kommt er. Ich habe mal heimlich bei meiner Bank habe ich eine Videokamera installiert. Dann bin ich da reingegangen, da habe ich nachher geguckt, dann sagen die, guck mal, da kommt der Spinner wieder, will Geld. Er bringt uns Geld, der Idiot. Die Erde war früher nicht so, wie wir sie hier in Düsseldorf kennen, in Eller. Die gab es noch gar nicht. Erst durch den Urknall, der ungefähr, wenn hier die Erde schon gewesen wäre und man wäre als Mensch schon geboren worden, hätte das gehört, dann wäre Urknall ungefähr hier so angekommen. Warte, ich wiederhole nochmal. Manche haben vielleicht nicht mehr. Aber es war da, wo der Urknall selber war, Riesenkrach. Und dadurch hat sich durch diese Schallwelle, nur eine einzige wahnsinnige Schallwelle, hat sich praktisch die Materie im ganzen All ist total umgekrempelt worden und es wurde immer schneller. Und dadurch entstand plötzlich so eine Art Sackgasse, wie ein Hürdenlauf auf einmal von der Wand endet. Dann war die Erde da, war so Säure oder Schwefel, eine Wolke, es war eine Wolke, es war Dunst, es war eine Dunst. Kenner von der Küche. Und dann formte sich erst durch die Schnelligkeit, in der sich das alles, in der das alles stattfand, war auch sofort plötzlich nach Millionen Jahren Materie geformt. Und die Materie ist auch da, von Lava umgeben, ein Magnetkern, die Erde, auf einmal wurde sie endlich erwachsen, sage ich jetzt mal. Dann wurde sie fest, war ja dann Feuerball plötzlich, erstmal gar nichts, dann Feuerball durch die Reibung. Ne? Feuerball, dann außen abgeklungen, wurde ein bisschen erkaltet. Innen drin brennt die Erde immer noch. Man kann das sehen, wenn man zum Beispiel eine Steckdose fasst. Naja, so einfach ist nicht, aber hat schon damit was zu tun, ne? Das, durch den Magnetkern, Eisen, glühendes Eisen, durch die in der Vulkaneifel sind auch viele Teiche. Die Erde war noch nicht rund, das war einfach nur so ein Gebilde, kann man gar nicht erklären, sah das so rhombenförmig oder wie so ein Schaschlik. Wie eine Frikadelle oder wie ein Hackbraten, wie ein Hackbraten hier beim Griechen am Bahnhof. Und nach einer Zeit kamen die ersten Pflanzen. Ne? Amaryllis, Christusdorn, Weihnachtsstern, Osterglocken. All das, was wir mit diesen Feiertagen in Verbindung bringen. Ne? Die Tag der Deutschen Einheitsrose.
Und jetzt bin ich hier hängen geblieben fast. Und dann kamen auch schon die ersten Tiere, aber erst nur ganz kleine, ne? Ammoniten. Dann so Silberfische. Ja. Silberfische, Kellerasseln, das kennt ihr hier aus euren Mietskasernen. Es tut mir leid. Naja, ich kann mich auch noch an eine Zeit erinnern, wo ich Silberfische eingelegt habe. Und dann kamen auch erste größere Tiere, Taube, Kakadu, ne? Der war aber dann mehr so südlich. Kakadu, unterhalb des Äquators Kakadu, oberhalb des Äquators Alligator. Kamen dann Reptilien, und die größten Reptilien waren dann auf einmal die Dinosaurier. In Amerika hießen die Dinosaur und heißen auch heute noch. Und das sind so große Tiere, da kann man hier, wenn der eine hier reinkäme, jetzt hier, wäre der ganze Fuß, wäre das Publikum, wäre unter dem ganzen Fuß zermalmt. Und deshalb sind wir froh, dass es die Tiere nicht mehr gibt, obwohl es wäre wahrscheinlich ein schönes Ausflugsziel, wenn jemand so Tiere hätte zu Hause. Dann kam eine kleine Eiszeit vor 75.000 Jahren. Ich habe da so ein bisschen geforscht. Ich habe mir Lava, Staub, Lava, Asche schicken lassen aus allen Ländern der Erde. Habe dann unter Mikroskop rausgefunden, dass auf den Philippinen vor 75.000 Jahren ungefähr ein Mega-Vulkan aufgeplatzt ist und dadurch die Sonne verdunkelte und dann die Eiszeit. Und da hatten die Dinosaurier nicht mehr viel zu essen. Und dann haben die angefangen, und dann ist das passiert, wodurch die Erde auch rund geworden ist. Die haben die Erde rund geleckt. Und dann erst viel später sind Menschen entstanden. Danach, viel später, sind die Menschen entstanden und Jahrhunderte, Jahrtausende später sind die dann endlich so weit für diese Elfergruppen mit Torwart, dass die dann so endlich angefangen haben zu leben durch Fußball. Und ab den 50er Jahren wissen wir, ab 50er, 60er Jahre kamen die ersten Schönheitsoperationen dazu. Und die Menschen wollten nicht mehr so aussehen, wie sie wollten, wie sie waren, sondern die ersten kamen und sagten, ich finde mich irgendwie scheiße, ich habe so schmale Lippen, ich will dicke Lippen. Dann wurden dann erstmal so Würste operiert, 2 Teewürste, auch gut zum Kaffee trinken. Dann, aber man muss auch neu sprechen lernen, zum Beispiel, wenn man dann die Würste dann in die Lippen integriert hat Hexenstich werden die dann umgenäht, die Lippen, mit einer Lederaale. Und dann muss man neu sprechen lernen. In der Pommesbude hat man dann schon mal jemanden gehört, der hat dann gesagt, Bubba. Guten Tag, eine Doppelportion mit Pommes mit Soße und Mayonnaise, und tun Sie noch Schaschlik bei. Und Bubba. Eine Fanta. Und dann? Ne. Bippe? Ba, Popoyo? Dann kamen auch andere Operationen noch dazu, ne? Beinverlängerung. Ohren anlegen, ne? Und Brustverlängerung am Bau gemacht. Das machen wir heute noch immer noch. Brustverlängerung machen viele. Das ist auch eine relativ harmlose Sache, wenn es nicht ausufert. Da ist oft so, dass nicht die Frauen das initiieren, sondern der Mann sagt zu der Frau, hör mal Hildegard, mir ist langweilig, lass dir mal die Brust verlängern, hier hast du 100 Euro. Ne? Und dann geht die zum Arzt, ne? Wackelt zum Arzt, schön brav,
mit dem Teddybär unterm Arm von früher, den sie noch als Kind immer geschmust hat. Aber der muss jetzt dran glauben, da wird die Holzwolle rausgeschnitten. Die kommt nämlich dann da rein. Das ist das Einzige, was man, wo man dann nicht so abgestoßen wird. Ne? Alte Holzwolle. Ne? Und dann wird hier ein Schnitt gemacht, dann wird die da mit Druckluft. Und dann wird die Brust schön lang. Aber immer verschieden. Links etwas kürzer, rechts länger oder umgekehrt. Aber da habe ich, ich hatte ja eben schon darauf hingewiesen, es ist, kann auch gefährlich sein. Ich habe da zum Beispiel, ich war bei der Tour de France de Femmes in Frankreich. Und da ist es passiert. Es ist beim Bergabwärtsrennen ungefähr 20 Kilometer mit einem Gefälle von über 17%. Ist eine Frau mitten im Feld, dann mit der rechten Brust, da unten ist ja kein Kettenschutz, die ist dann da reingekommen. Die Brust hat sich verdreht in der Kette und die ganze Frau ist die ganzen fast 20 Kilometer, ist da, als sie unten ankam, war nur noch so ein Knäuel da, Metall, Haut und Haare. Ja, mehr war nicht über, man konnte dort auch nicht mehr auseinanderstellen. Es gab auch keine Reaktion auf Ansprache. Und die Leute dann auch, die anderen Fahrer dann vorbeigefahren. Jeder will gewinnen, ist klar. Und die Zuschauer sind gelangweilt von der Strecke, haben sich abgewendet, sind nach Hause gegangen, sind ihren Beschäftigungen nachgegangen. Und das hat mich dazu, das hat mich dazu gebracht, ein Lied zu schreiben, was sich kritisch mit Schönheitschirurgie auseinandersetzt. Und zwar das Lied heißt, ich bin der Schönheitschirurg von Banania. Jeder von meinen Musikern macht dabei ein Solo, außer die beiden Schlagzeuger, weil das würde zu sehr auffallen, sag ich mal. Die wollen dann nachher noch Kräfte haben, um die Sachen, die sie da mit haben, auch, das muss ja auch wieder abgebaut werden, wenn ihr weg seid. Schurk von Banania, ich mache tolle Sachen. Ich nähe den Leuten zum Beispiel ein Auge an den Popo dran, damit man besser sehen kann, wenn der Haufen durch die Brille fällt. Ja, ihr lacht darüber, doch ich verdiene damit einen Haufen Geld. Ich bin der Schönheitschirurg von Banania, ich sitz auf dem Balkon, spiel mit der Carrera-Bahn mitten in Hongkong. Ich bin der Schönheitschirurg von Banania. Gestern war eine Frau mit Hängebacken da. Ich nähte ihr die Backen hinten an den Nacken, da konnte sie besser kacken. Rainer, mach du mal Solo.
Der Kai Struve am Bass, der Sandro Giampedro an der Gitarre, der Carlos Böse am Saxophon und der Rainer Lipski am Klavier bei dem Lied Ich bin der Schönheitschirurg von Banania. Matrita Trulala, Trita Trulala, Trita Trulala, einmal Trita. Immer so ein Moment, ne, dann denkt man erst denkt man, wer ist denn da? Das sieht man sehr, fast schon zu spät, dass es ein sehr prominenter ist. Kriege ich ein Stückchen Tee. Bevor wir gleich eine kleine Pause machen, möchte ich ein Lied vorstellen, was ich vor 9 Jahren für Howard Carpendale geschrieben habe, zu seinem Abschied. Er es aber nicht singen wollte. Und jetzt singe ich selber zu meinem Abschied. Ich finde es sehr schön, dass ich euch noch einmal wiedersehen darf. Heute ist einer der schönsten Tage für mich, aber auch gleichzeitig eine traurige. Weil wir uns vielleicht nicht mal wiedersehen, weil ich gar nicht mehr auf Tournee gehe. Und erst vielleicht in 40 Jahren, dann lebt ihr nicht mehr. Aber ich. Und ich habe ein Lied geschrieben, ja. Mich jetzt, ich bin jetzt selbst. Das heißt der Tanz auf dem Vulkan. Und ich bin. Ja, ich bin fast ein bisschen traurig, dass ich nun in der Boutique meiner Frau arbeiten muss. Ja, so ist schön. Ja, ja. Schneller. Ja.
Ich stand auf der Straße und ich war allein. Da sah ich dich, ich wollte bei dir sein. Doch du gingst vorüber und ich hatte kein Glück. Doch ich hoffte, vielleicht kommst du zurück. Und da geschah das Wunder, ein Blick von ihr zurück. Augen voller Sehnsucht, sie suchen das Glück. Noch am gleichen Abend war ich nicht mehr allein. Und die Frau, die vorbeiging, sie wollte bei mir sein. Doch als ich ihre Hand nahm, fiel es mir gleich ein. Ein Ring an ihrem Finger, sie muss verheiratet sein. Für mich war sie tabu, ich wollte ehrlich sein. Ich sagte es, doch sie war so allein. Warum muss das so sein? Wir küssen uns nicht auch. Wir umarmten uns, Gefühle mussten raus. Der Tanz auf dem Fuga. Ich weiß, es ist verboten. Der Tanz auf dem Fuga. Liebe dich verbrennt. Der Tanz auf dem Fuga. Dem Himmel schallt entgegen eine Hokus hinzu. Fliegt über das Tal. Und der Vogel schweigt, seine Flügel sind lang. Und der Vogel fliegt weit über das Land. Auf dem Vulkan sind wir zwei allein. Er ist nicht dabei, das ist uns ganz egal. Hey, yeah. Oh Lord, oh Lord, yes. Hey, seine Leute. Ja, geht da hinten hin. Ich habe euch da schon Butterbrote geschmiert hier. Da habe ich auf euch hingelegt. So, wir können schon mal Licht anmachen im Saal. Und ich werde dann auch mal kurz rübergehen hier von der gummigelagerten Bühne. Wir können noch ein Licht anmachen hier im Saal. Hier, die Techniker müssen das wissen. Susi? Ja, okay. Ach, so viele Leute sind hier. Ach, du Schreck.
Ach du Schreck, das gibt es ja gar nicht. Naja, gut, okay. Ich dachte 100, naja. Okay. Hä? So, ich geh mal gucken. Ich zieh mich dann auch um, weil der Anzug lag 20 Jahre im Keller, der stinkt total. Bis gleich. Pause ist vorbei. Ich habe mich ein bisschen umgezogen, ein bisschen jetzt mehr so auf Düsseldorf so gemacht. Ja, auch schön, ne? Ja, so wie wäre ich vielleicht bei der Bank oder so, ne? Guten Tag, was wünschen Sie? Nein. Nein. Können wir nicht machen. Geht nicht. Oder beim Arbeitsamt. Und? Suchen Sie eine schöne Arbeit? Ja? Was stellen Sie sich denn so vor? Oh nee, das haben wir nicht. Wiedersehen. So, jetzt sind wir aber hier wieder in der Mitsubishi Good Morning Halle der Firma Mitropa. Ne? Nee. Willkommen in der Metzgerei Schachthalle. Willkommen in der Metzgerei Schacht Elektrohalle. Aktienstraße 234. Das ist eine Metzgerei in Mühlheim, da gehe ich manchmal hin. Ne? Ja, dachte, könnte man die Halle da auch so umtauschen. Die hieß ja früher Philippshalle von Philipp, ne? Der von der englischen Königin, der Mann. Und jetzt Mitsubishi-Halle von Itzi Bitsi, Dini, Bini, Mini, Strandbikini. So, hier ist alles, das habe ich noch nie gesehen, ist alles so ein bisschen aus Gummi hier, die Bühne, sind Gummielemente. Und so kriegt man schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Gummizeit. Ne? Steinzeit, Eiszeit und so haben wir alles hinter uns, aber jetzt kommt halt die Gummizeit. So, Kabel liegt auf, tadellos wieder hier nach der Pause. Schlückchen Tee hätte ich jetzt gerne sofort erstmal. Übrigens, schöne Jacke, Mozart hatte dasselbe Modell, denselben Designer. Ist auch Calvin Klein wie bei Mozart? Calvin Klein, kennst du ihn? Das ist der kleine Bruder von Calvin Groß. So ein Blödsinn, ne? Ah, jetzt wird er langsam aber auch lauwarm, der Tee, ne? Sitz. Wenn ich jetzt in Rente gehe und er nicht mehr dabei ist, er geht ja dann woanders hin, er hat mir eben gebeichtet, er geht doch zu Peter Maffay und will also noch bei diesem alten Reptil des deutschen Schlagers mitmischen. Na ja, gut, dann mach das mal. Muss ich aber tief bücken, weil der ist sehr klein. Wegen dem Tee angeben. So. Erste Lied ist jetzt, kannst du mir mal die Elektro-Gitarre umhängen? Weil hier ist ja die Elektrohalle. Da, Peter Maffay hier. Ganz einfach, richtig.
Willkommen in der Mitsubishi Elektrohalle. Ach, das ist viel höher. Ich dachte, wir wären mehr vorne. Oh, oh, oh. Kriegt man ein E einmal? Direkt der Übeltäter hier. Zwei schon. Die ganze Gruppe. Nur die beiden hier dort. Jetzt hätten die sich abgesprochen hier. Bisschen eingespielt, ein paar Sachen schon einstudiert zu Hause. Spiele Lieder aus dem Film, den ich 1982 gemacht habe, Johnny Flash. Und zwar spiele ich ein Lied, was ich für den Elektriker Roy Kabel komponiert habe. Es heißt, es hat gefunkt bei mir. Drehst dich um und mir wird heiß und kalt, es hat gefunkt bei mir. Du gehst auf mich zu, mich klappt halt gleich die Knie, es hat gefunkt bei mir. Eben noch war ich allein, doch nun soll alles anders sein, anders sein. Ich küsste dich und sah an deinem Gesicht, es hat gefunkt bei dir. Es hat gefunkt bei dir. Es hat gefunkt bei dir. Gefunkt! Thank you.
Danke. Boah, ey. Super. Es ging tierisch ab. Gibt es hier in Düsseldorf eigentlich eine Stadtbücherei oder eine Stadtteilbücherei? Gibt es das hier? Ja? In Düsseldorf oder hier in Eller? Was? Wo? Was? Gibt mehrere? Stadtbücherei. Nochmal Stadtbücherei. Gibt es hier Stadtbücherei, ne? Ja? Gibt es eine Stadtbücherei? Ja? Doch, ne? Gibt es eine Stadtbücherei? Ja? Stadtbücherei. Theater. Theater. La 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 la. Stopp. Der ist doof. Katja Epstein nicht unterscheiden können von mir. Naja. Aber jetzt bring mir doch mal einen Tee. Bist drauf reingefallen, ne? Ich habe da auch drauf angelegt, ne? Gemerkt, ne? Dachte erst, Tee soll kommen, dann habe ich Lied gesungen, Theater von Katja Epstein. Ne? Der Epstein. Ne? Mmh. Ist aber sehr lecker, der Tee ist Wasser. Ihr wisst ja, ist Wasser, ist Theatertee. Ich darf keinen Tee trinken. So, der Arzt hat mir verboten, Tee zu trinken. Ich darf nur Wasser trinken. Ich bin Wassermann. Ihr könnt noch? Ja, ne? So schön, ne? Die Fifis sitzen. Außer hier die beiden, ja? Ne? Die kannten sich vorher nicht vor der Tournee und beide kommen so an hier, ne? So, ich komme mal zu dir hoch. Das ist der Sandro, mein absoluter Lieblingsgitarrist in dieser Band, außer mir selbst. Und das liegt daran, weil auch kein anderer Gitarre spielt, aber trotzdem, du bist nicht nur mein Lieblingsgitarrist, sondern du bist auch mein Lieblings-Sandro. Das ist einfach, du bist unvergleichlich. Ich muss dir jetzt schon mal sagen, und ich möchte dir hier vor allen Leuten, stell mal vor, nee, aber mach ich jetzt nochmal. Ne, so hier die Überraschung, ne, hier, für den Fernsehen, RTL, ne. Oder hier, du vielleicht irgendwie, ne? Ja, ja, wir haben hier jetzt jemanden für dich gefunden und so weiter. Er ist ja auch noch Neuland, ne, wie heißt er, nicht Neuland, ledig, so, ledig. Wir spielen jetzt ein schönes Lied, willst du auch mal Haare haben, so? Das sieht auch gut aus, ne? Ne, besser ohne. Ja, das ist doch schon sein eigener Style, ne? Und, ich muss eben wieder, Perücke, die sind ja haargenau wie meine Haare. Sollen ganz genauso sein, wie ich die eigentlich auch hab. Damit man mich erkennt, wenn ich irgendwie in eine Bäckerei gehe oder so. Ja, gut, na, der Helge, der gibt auch Autogramme. Ich habe auch hinten ein Schild auf dem Rücken, ich bin's. Damit man mich auch wirklich erkennt. Es gibt ja Leute, die erkennt man gar nicht. Ne? Hier wie zum Beispiel Jürgen Drews. Die kennt man überhaupt nicht. Die sehen überhaupt nicht aus wie ich. In Frankreich habe ich angehalten, aber bin ich mal in den Urlaub gefahren, halt da irgendwo an, morgens zum Frühstück irgendwie steige ich aus dem Auto, dann sind da, ist auch so eine deutsche Familie gerade angehalten, die Kinder steigen aus, guck mal da, der König von Mallorca, haben die auf mich gezeigt, da war ich ja ziemlich sauer, muss ich aber sagen. Für dich wäre es ja ein Lob gewesen. So, wir singen ein schönes Lied, Der Meisenmann, das ist eines der schönsten Lieder, die ich in meiner langen Karriere... Ja, in meiner langen Karriere, die jetzt zu Ende geht, und das ist so traurig, dass es jetzt auch gerade jetzt zu Ende geht, mit meiner langen Karriere. Aber man kann ja meine Platten kaufen und die Kontonummer wird gleich eingeblendet. Die lange Karriere. Schönes Lied. Oh toll, Ruhe nicht so laut hier hinter mir. Das ist ja etwas... Psst. Bisschen Bach, bisschen Goethe, bisschen Bonaparte. Toll. Mm-hmm.
Riesenknödel in der Tanne, die ihre Zweige in den Himmel streckt. Da kommt der Meisenmann geflogen. Und er zeigt uns ganz stolz seinen Nachwuchs. Sie kakelen laut in ihrem Nest. Die Frau Meise gibt den Kindern Würmer. Doch für den Mann, da bleibt kein Rest. Sei nicht traurig, kleiner Meisenmann, dass für dich nichts übrig bleiben kann. Denn die Kinder wollen essen. Das hast du in deinem Meisenwahn sicherlich vergessen. Müsst ihr mal von hinten sehen. Und der Meisenmann fliegt hoch in den Himmel. Von unten sieht man deutlich seinen Stil. Und er fliegt so schön der Sonne entgegen. Bis zum Horizont. Das war Sergei Gleitmann. Und er fliegt durch die Welt in großer Höhe, begegnet ihm ein Adler. Hallo Meisenmann. Hallo Horst. Na, wo fliegst du denn hin? Ich fliege natürlich nach Düsseldorf. Oh, da komme ich gerade her. Interessante Stadt. Ja, ja, ich werd mal schauen, vielleicht find ich dort einen Regenwurm, den ich meiner Frau zum Essen mitbringen kann. Ja, dann viel Glück. Tschüss! Tschüss, Horst! Tschüss! Und der Adler fliegt weg. And the eagle flows away. Der kleine Meisenmann fliegt über die Altstadt von Düsseldorf. Und sieht in der Fußgängerzone einen Blumenkübel, da scheint sich was drin zu bewegen. Ein kleiner Regenwurm hat sich dort eine Höhle gegraben. Dort lebt er als Single. Ach, ihm geht es eigentlich ganz gut. Friday goes he dancing. Und der kleine Meisenmann denkt, das ist der Wurm, den ich mitnehme für meine Frau zum Essen. Und lässt sich wie ein Stein vom Himmel fallen in den Blumenkübel rein. Der kleine Regenwurm versucht zu spät seinen Kopf in die Erde zu ducken, doch dann hat ihn der kleine Meisenmann in seinem Schnabel, fliegt sofort hoch und der kleine Wurm zappelt und es nützt ihm nichts. Der kleine Meisenmann kommt mit seiner Beute nach Hause in das Nest, in der Tanne hinter meinem Haus. Yeah! Und er schellt und die Frau guckt aus dem Fenster raus. Wer war das? Gott, der ist schon wieder zirpend. Sie ist 12-mal so groß wie er. Sie ist ein Kuckuck. Er hat sie im Chat kennengelernt. Sie warb mit einem falschen Foto von Gina Lolo Brigida als Vogel. Kam eines Tages in einem Schuhkarton, der erst nach dem Jawort in der Kirche geöffnet werden durfte. Das Jawort klang ungefähr so. Dann nahm der Pastor und der Meisenmann den Deckel ab. Überraschung! Der kleine Meisenmann dachte, wer A sagt, muss auch B sagen. Und so sind sie nun so lange verheiratet schon. 2¼ Jahr, das ist bei Vögeln die diamantene Hochzeit, die dann gefeiert werden kann. Na, 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 na,
es kommt auch Kuchen. La 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 la. Gib mal den kleinen Wurm wieder. Sie ist den Wurm, lässt dem Mann nichts über, hat immer noch Hunger. Ich hab immer noch Hunger. Jetzt will ich dich. Nein. Doch. Und sie isst den eigenen Mann mit Federchen und Füßchen auf und Schnäbelchen und Äuglein. Der Mann lebt noch 3 Sekunden im Magen seiner Frau. Dann zerfrisst ihn die Magensäure. Na 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 na. Ja, die Natur ist hart zu ihren Leuten. Schabadabada. Der kleine Meisenmann mit Sergei Gleitmann, nochmal tolle Choreografie. Und wo ist er? Ist er nicht da? Ist er schon tot? Ach nee, ich dachte schon, ja, ist er schon, auch schon älter. Sich gerade zum Schlafen hingelegt in sein Nest. Ich habe wirklich gedacht, es wäre ein Vogel, als er praktisch da so toll für uns das vorbereitet und dann auch vollendet hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich weiß noch genau, wie ich meine lange, lange Karriere angefangen habe. In einem Oma-Café habe ich zum Beispiel Kaffee gespielt. Ich habe aber auch auf Geburtstagen, Beerdigungen, Kündigungen und so Sachen gespielt. Ich war in Duisburg angestellt, nachmittags in einem Café. Dann habe ich Sachen gespielt hier, ne? Das ist... Der junge Mann, der spielt aber sehr schön. Sehr lecker. Auch der Kuchen ist sehr lecker.
Ja, finde ich auch. Also, sehr gut, der Kuchen. Das ist Käse-Sahne, ne? Ja, ich darf aber keine Sahne mehr essen. Ja, wieso? Du kannst dir ja leisten. Na, ich bin ein bisschen fit geworden. Ja, das ist alles sehr lecker. Herr Ober? Ja. Ich hätte gerne einen Kaffeehaag. Hören Sie, junger Mann, geben Sie dem jungen Mann auch einen Apfelsaft. Also spielt er sehr schön, nicht? Ja, sehr gut. Na, es wird so ein bisschen wild, ne? Oh, das liebe ich hier. Neues aus dem Kleiderschrank. Ja, ja, lecker. Oh, der Kaffee ist aber sehr stark. Sehr stark. Hallo, Herr Ober, schaffen Sie sie raus. Junger Mann, kommen Sie mich doch mal besuchen. Ich machte zu dieser Zeit sehr viel Erbschaften, denn als Pianist im Kaffeehaus ist man bei älteren Damen auch immer sehr beliebt. Die Angehörigen waren natürlich immer ziemlich sauer. Yesterday ist eine kleine Kostprobe von vielen Songs, die ich selbst geschrieben habe. Hier von Beethoven auch noch was dabei. Immer was dabei. Die schöne Mondscheinsonate. Eine der schönsten Sonaten, die ist im Mondschein geschrieben. Achim Reichel. Ich hoffe, ich langweile Sie nicht. Thank you.
Bruno, kannst du den grünen Hocker eben holen? Oder lass uns erst Fitzefatze machen, das ist eine gute Nummer. Fitzefatze, da können die Leute auch mitsingen. Fitze, Fitzefatze, Fitze, Fitzefatz, Halleluja, Peter. Fitze, Fitzefatze, Fitze, Fitzefatz, Bonomo, Nomo. Fitze, Fitzefatze, Fitze, Fitzefatz, Monopoly, Fitze, Fitzefatz. Fitze, Fatze, Fitze, Fitze, Fatz. Fitze, Fitze, Fatze. Sing mit, Bodo. Fitze, Fitze, komm mit. Fitze, Fitze, Fatze. Fitze, Fitze, Fatz. Fitze, Fitze, Fatz. Bist du einmal traurig auf der Welt? Sing Fitze, Fatze. Wie es dir gefällt, dann kommen Freunde von alleine, sie singen alle mit dir. Fitze, Fatze, Fitze, Fitze, Fatze, Fitze, Fitze, Fatz, Fitze, Fitze, Fatze, Fitze, Fitze, hui, Fitze, Fitze, Fatze. Fitze, Fitze, Fatz. Bodo, danke. Fitze, Fitze, Fatz. Mein Vibraphon. Mein Vibraphon. Fitze, Fitze, Fatz. Fitze, Fitze, Fatz. Nama, nama, nama. Fitze, Fitze, Fatz. Fitze, Fitze, Fatz. Na, nama, nama. Fitze, Fitze, Fatz. Fitze, Fitze, Fatz. Fitze, Fitze, Fatz. Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glück gibt es Beethoven, Goethe und DJ Bobo. Dankeschön. Fitzefatze und Bodo, toll mitgesungen. Den Mut muss man erstmal haben, so ein schönes Lied mitzusingen. Keine Hörerwünsche. Dies ist meine letzte Tournee und ich gehe ja, wie gesagt, es ist meine Karriereende und deshalb keine Hörerwünsche. Und nun bitte den Stuhl. Setz mich dann da drauf. Ah, ja,
also fast so. Fast richtig. Also fast richtig. Warte mal, das muss ich noch eben nochmal nachregeln hier. So, fast richtig, ne? So, fast richtig gemacht. So. Ja, fast richtig. Ah, fast richtig gemacht. So, fast richtig. So ist besser. De la que nando careza, muere el colero de ren, a perurunto de la aviado, cantando de la terza, armado de carrer, corazón, mi corazón de ren, el de sol. Gracias. Muchas gracias, gracias. Ja, das war ein Lied, was ich von meinen vielen Weltreisen mitgebracht habe. Diesmal aus Spanien, nicht ganz so weit. Letztes Mal hatte ich ein Lied dabei aus Venezuela. Und diesmal möchte ich ein Lied singen, das ich aus China mitgebracht habe, von meinen Reisen. In China habe ich ein sehr schönes, ist ein Kinderlied, ein Schlaflied. Es kommt aus der Region Xinhai. Und es heißt Nahao Xinhai Nahai. Wit, wit, haya, maka, wit, wit.
with some glow, a kettle and a whiskey on a jaw. Well, yes, thank you. Oh, 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 I got stare at you. I got how oh, I should done. Oh, what can I know? What can I saw? What can I pour? Valley, oh, la, la, oh, 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 oh. Ja, die Weltreise ist noch nicht vorbei. Diese Trommel kommt aus Guinea-Bissau, machte einen Umweg über Trinidad, dann Belgien, über Antwerpen, dann in ein Musikgeschäft in Aachen und dort habe ich diese Trommel erstehen können. Es ist eine Königstrommel, es dürfen eigentlich nur Könige da drauf spielen. Aber geht auch so. Ich spiele ein schönes Lied, es wird ein bisschen psychedelic. Nachtigall Who. Come on.
Es zittert unser Haus, was ist nur draußen los? Das hatte ich noch vergessen als Nachsatz. Das war mehr oder weniger eine kleine Oper, fast schon. Es hat sich kritisch mit der heutigen Mode auseinandergesetzt. Kriege ich jetzt ein Schlückchen Tee, das wäre sehr anstrengend, diese Art des Gesangs. Sitz. Jetzt kommt etwas ganz anderes, noch aus meiner Zeit, als ich angefangen habe, eigene Lieder zu machen, schon sehr lange her. Ich habe damals Udo Jürgens im Fernsehen gesehen, habe ich übrigens neulich auch wieder. Ich habe den aber nicht erkannt. Die Stimme war dieselbe wie vor 50 Jahren, aber das Gesicht hat sich stark verändert. Ich dachte erst, ein alter Lederbeutel liegt auf dem Flügel. Aber dann wurde er angesprochen vom Moderator. Und fing an, ein bisschen aus seinem Leben zu erzählen, was natürlich sehr interessant ist für die Leute. Wir spielen eine Komposition von Thomas Effenberg. Nein, ich habe mir anders überlegt. Jetzt doch erstmal eine von mir. Und die Effenberg-Geschichte lassen wir ganz weg. Und zwar kriege ich noch ein Stückchen Tee. Das Lied habe ich geschrieben, auch für den Interpreten Pierre Lavendel aus dem Film Johnny Flash, wo ich die Hauptrolle gespielt habe.
Und dieser Pierre Lavendel kam ähnlich wie Dick Dynamic aus Dortmund, hat nur einen französischen Namen angenommen, um damit, sagen wir mal, besser im Chanson-Gewerbe mithalten zu können. Mit Größen wie zum Beispiel Karl Dall oder aber auch, wie ich anfangs schon erwähnt, Erika Pluha. Erika Pluha wird heute 100 oder würde 100, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, sie lebt noch, ne? Oder? Weiß nicht. Das Lied heißt 100.000 Rosen und ist eines meiner Lieblingslieder geworden in meiner sehr langen, langen Karriere, die jetzt zu Ende geht. Und ich bin gerührt von so viel Leute, dass die sich immer noch dafür interessieren, was hier in der Mitsubishi Elektrohalle so ein- und ausgeht. Mir hat dieser Abend auch wieder einigermaßen Spaß und Vergnügen bereitet. Ich bin ein bisschen heiser jetzt, die Akustik ist miserabel hier. Ja, ich hab's gerne, wenn es überhaupt nicht klingt. Kann der Künstler sich hinter einem akustischen Zaun verstecken, was hier nicht möglich ist. Hier klingt es ein bisschen wie eine Hi-Fi-Anlage, wo ich ja sowieso keine hab zu Hause, interessiert mich gar nicht. Hi-Fi interessiert mich nicht mehr. Das hat mich früher interessiert. Ich hatte einen goldenen Plattenspieler. Nun interessiere ich mich nur noch für Möhren, Fenchel, Kartoffeln und Reis. Das Lied 100.000 Rosen wird genau wie das Lied Katzenklo auch in Japan als Schulstoff benutzt. Aber diesmal nicht im Mathematikbuch, sondern in der Sexualaufklärung. Das ist allerdings ein reines Fotobuch. Falls es jemand interessiert, dieses Lied ist in F. Hunderttausend Rosen schick ich dir. Und dafür bleibst du bei mir für immer, hunderttausend Rosen schick ich dir und dafür bleibst du bei mir. Liebe im Herbst des Lebens ist so frei wie die Natur. Ich dir hunderttausend Rosen schick ich dir hunderttausend Rosen schick ich dir. Weißt du noch, wie wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Du trugst ein wunderschönes Kleid aus Acetat und ich wollte mir doch nur eine Zigarette anzünden. Da nahm dich eine 8 Meter hohe Stichflamme mir wieder vor.
doch die Liebe blieb. Und ich glaube fest daran, dass man sich nur lieben kann, wenn man sich nicht kennt. Wenn man sich niemals im gesamten Leben vorher sah. La 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 la. Tausend Rosen schick ich dir. Hunderttausend Rosen schick ich dir. Hunderttausend Rosen. Schön, Bodo, helf mir mal eben kurz. Ein tolles Lied zum Schluss, zum Abschluss meiner Karriere, die jetzt ein Ende nimmt und noch ein paar wenige Minuten trennen uns von meiner Rente. Wie gesagt, Februar 2015, die erste Rente 406,25 Euro von der Karlsruher. Jetzt sind wir, schon ganz schön spät, 10:55 schon, müssen jetzt Schluss machen. Die Nachbarn haben sich schon beschwert. Hier. Ja, ist ja Wohngebiet, ne? Ist ja nicht so industriemäßig hier. Düsseldorf ist ja mehr Wohnstadt, ne? Ist eine Schlafstadt für Mülheim an der Ruhr, für Leute, die dort arbeiten gehen. Bei Kick oder Tengelmann. Bodo, gib mal meine Räppelchen da. Das war mein letztes Lied heute Abend. Auch ein tolles Lied. Warte mal, das ist, glaube ich, ein bisschen dürftig. Da ist nur noch eine Kugel drin durch die langen Tourneen. Seit 40 Jahren bin ich jetzt auf Tournee mit diesem Ding. Und da ist ein kleines Loch drin, sind alle rausgefallen. Die habe ich vom Orinoco. Und als ich den Fluss gesucht habe, der den Orinoco mit dem Amazonas verbindet, habe ich das gekauft in einem Musikgeschäft in Wuppertal. Gib mir das andere, gib mir das andere. Give me the other. Das ist besser, genau. Ja, meine lieben Freundinnen und Freunde, tinsel-diddle-diddle-diddle-did. Ich sah dich auf dem Balkon liegen. Du hattest nichts an. Außerdem, was der liebe Gott dir mit auf die Erde gegeben hatte, du warst nackt. Deine beiden Möpse hingen lustig um ein Balkongeländer gelehnt. Sie wollten die Passanten beißen. Da-da-da-da. Ich bin hier gegenüber, oben auf dem Dach. Ich decke das Dach heute Abend dich. Baby, 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 komm zu mir nach Hause und schüttel dein Haar. Schüttel dein Haupthaar für mich. Schüttel dein Haar. Schüttel dein Haar. Ich weiß, du findest mich scheiße. Doch komm heute Abend zu mir. Ich habe eingekauft, ich habe eingekauft. Ich habe etwas Leckeres eingekauft. Es gibt Reis. Baby, Baby, es gibt Reis. Dazu kannst du wählen. Erbsen und Möhren aus dem Glas. Oder beides. Komm zu mir nach Hause und schüttel dein Haar.
schüttel dein Haupthaar für mich. Schüttel dein Haar. Schüttel dein Haar. Ich weiß, du findest mich scheiße, doch komm heute Abend zu mir. Ich habe aufgeräumt, ich habe den Teppich Staub gesaugt. In allen Ecken war ich mit dem Staubsauger drin. Dann habe ich auch die Tapete hinterm Bett, hinterm Kopfkissen entpuppelt. Na 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 na. Ah, ich setze dich da hin. Jetzt findet er den Platz wieder nicht, weißt du? Jetzt sitzt er. Komm zu mir nach Hause und schüttel dein Haar. Schüttel dein Haupthaar für mich. Meine Damen und Herren, Sergei Gleitmann, schüttel dein Haar. Schüttel dein Haar. Zeig mal deine Hände, sie sind kleiner wie meine. Damit kommst du besser in die Ecken zum Putzen. Die Verbindung ist ideal. Diddle-di-di-di-di-da, diddle-di-da-di-di. Diggi-di-di-di-di-da. La-la-la-la-la-la-la. Diddle-di-di-di. Ba-da-ba-da. Ba-da-ba-da. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Ba-ba-da-ba-ba-ba-da. Ba-ba-da-ba-da-ba-da. Meine Damen und Herren, Sergei Gleitmann. Am Klavier, Rainer Lipski. Heute Abend, Rainer Lipski. Am Kontrabass, Kai Strube. Am Schlagzeug, Willi Ketzer. An der Gitarre, Sandro Gianpedro. Am Bariton, Saxophon, Fernflöte und so weiter, Carlos Böhl. Anne Konga, Peter Tog, Bodo Österling, Tico. Mein Name war Helge Schneider. Vielen Dank, tschüss.